Hallo, ich bin Lisa Lü und jetzt gibt es das erste Tutorial zum Thema Fußhupen. Wie kriegt man den Hub von der Hand an den Fuß, von Fuß zu Fuß und von Fuß wieder zurück zur Hand. Okay, am Anfang braucht ihr den Hub über euren Körper und wichtig für die Übergabe an den Fuß ist dasselbe wie von der Hand zur Hand. Das heißt, wenn ihr ganz nah aneinander die Hände wechselt, habt den Wechsel, so da, und dasselbe könnt ihr mit dem Fuß machen, die Hand sehr nah zum Fuß bringen oder den Fuß zur Hand. Dabei könnt ihr, wie ihr seht, schön euer Bein einknicken. Ihr müsst es nicht mit gestrecktem Bein machen und sagen, aua, aua, mein Bein ist nicht gedehnt genug, sondern macht es euch so entspannt, wie es geht. Wichtig ist aber wirklich, dass ihr nah an der Hand bleibt. So, wie bleibt der Hub am Fuß? Als allererstes ist wichtig, Zehen Richtung Decke, egal was ihr macht. Ihr könnt den Hub fangen und die am Fuß haben und die Bewegung mitnehmen, nach vorne und nach hinten. Es kann sich nur das Fußgelenk bewegen, es kann sich das ganze Bein bewegen oder ihr könnt das Bein schön lang machen und unten voller Spannung und dann bewegt sich das ganze Bein mit. Was dabei passiert ist, egal wo ich mein Bein habe, meine Zehen sind immer Richtung Decke. Also ich kann das hier haben, ups, eingeknickt, selbst hier außen. Aber dabei ist immer mein Fußgelenk relativ flexibel. So, jetzt, wie übergebe ich das auf den anderen Fuß? Jetzt wieder nah am ersten Fuß entlang. In das Loch hinein. Zack. Jawohl. Und zurück. Die Übung hilft euch, wenn ihr den Hub verliert. Zack, zack, zack. Nach unten, wenn ihr nach unten rutscht. Dann könnt ihr den zweiten Fuß benutzen, um ihn wieder hochzuschieben. Und was jetzt noch passieren kann, ist, dass ihr euch vom Fuß ein bisschen weiter nach unten wandert. Dann benutzt eure Ferse wie euren Po. Beim Hupen schiebt man immer mal so seinen Po unten runter. Das könnt ihr mit eurer Ferse auch machen. Also die kann so, kann ausholen. Zack. Und runter unten und dann hole ich aus und schiebe quasi meine Ferse ein bisschen runter. Sehr gut. Und dann wieder zurück an die Hand. Na, am Fuß dran. Dann nehme ich den Fuß raus. Und dann bin ich fertig. Okay, wenn ihr mit einem Reifen am Fuß spielen könnt, dann könnt ihr auch mit zwei Reifen am Fuß spielen. Das ist genau dieselbe Geschichte wie an der Hand. Fuß ist groß genug, um mehr als einem Reifen Platz zu bieten. Und genau wie an der Hand könnt ihr es so laufen lassen, dass die Reifen gemeinsam laufen, das heißt, dass sie sich nicht auftrennen. Oder ihr könnt es versuchen, das so zu machen, dass die Reifen immer so eine 8 bilden, wenn ihr von unten drauf guckt. Zusammenlaufen sie, wenn ich einen gemeinsamen Schwung gebe. Das heißt, ich habe für mich einen Schwungpunkt, der jetzt gerade hier in der Hand nach vorne ist. Ich schiebe schön nach vorne, gebe dem da Kraft. Und wenn ich gefühlt das Tempo verdoppel und immer vorne hinten Kraft gebe, vorne hinten, vorne hinten, vorne hinten, dann splitten sich die Reifen auf. Dieselbe Schoße mache ich an den Füßen. Statt langsam Schwung zu geben, gebe ich im doppelten Rhythmus Schwung. Und dadurch kriegt, wenn ich so eine wellenhafte Bewegung mache, der obere Reifen zu einem anderen Moment Schwung als der untere und dadurch splitten sie sich auf. Die Übergabe ist genau wie mit einem Reifen. Ich lege mir den möglichst dicht an den Fuß. Und wenn ich langsam Schwung gebe, laufen sie zusammen. Und wenn ich das Tempo nach vorne hinten verdoppeln, kriege ich sie gesplittet. Und wie ihr jetzt eben schon gesehen habt, ich helfe mir teilweise, indem ich anfange, so richtig bewusst die Ferse zu schieben. Das hilft mir, die auseinanderzukriegen. Kann ich übergeben. Und zurück übergeben. Dabei genau. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis von zwei Reifen.